Spielvereinigung! Letzter Spieltag, Hamm gegen Ergenschwick, ja, man könnte sagen, ein Traditionsduell, das ohne Spannung auskommen musste. Die Enttäuschung über den verpassten Aufstieg ist bei der HSV natürlich noch präsent. Andererseits genügt ein Blick auf die Spielvereinigung Ergenschwick, deren großer Umbruch sie jetzt in die Westfalenliga führen wird, um demütig festzustellen, das erste Jahr von Trainer Sven Hosiak geht so oder so erfolgreich zu Ende. Vor dem 34. Spieltag, wie in jedem Jahr, die Verabschiedung derjenigen, die uns verlassen werden. Dirk Blumenkamp als Vorsitzender der Fußballabteilung bedankte sich bei den Spielern André Born, Jakub Köse, Giannini Kleitson, Dos Santos Tavares, Yüksel Terzicic und schließlich bei Achim Weißhuhn, der für seine langjährige Tätigkeit als Schiedsrichterbetreuer ausgezeichnet wurde. Der Auftrag für die HSV-Kicker war klar, ein Sieg sollte nochmal her, auch wenn für Platz 3 der Abschlusstabelle durchaus auch schon ein Unentschieden genügte. Subtropische Temperaturen, beide zum großen Teil umgekrempelten Mannschaften in der ersten Viertelstunde, dennoch mit Tempo unterwegs. Die in Rot spielenden Gäste aus Ergenschwick schon in der zweiten Minute mit der Chance, nach einem Eckball in Führung zu gehen. Das war Verteidiger Kömes, der hier die mitgereisten Schwicker-Fans schon den Jubelschrei auf die Lippen setzte. In der 11. Minute dann die erste gute Möglichkeit für Hamm. Über links rollt der Angriff. Das hier ist Thume. Die Schwicker zu weit weg. Der Ball flach ins Zentrum gespielt. Ivan Cicevic. Das kann er besser. Ohne große Mühe Marvin Kröger im Erkenschwicker Tor. 5 Minuten später war Kröger dann mehr gefordert. Freistoß Cerone, die etwas andere Variante. Loaida vor Kröger und dann Kröner zum 1:0. Nein, die Fahne ist oben, eine knappe Entscheidung, dennoch ein toller Freistoß, nicht die Hau-drauf-Methode, sondern die technisch lockere Art des Mauerdurchbruchs, klasse vorgelegt von Ivan Cicevic, klasse pariert dann von Kröger, von Lohai das Knie, prallt der Ball dann in Richtung Kröner, abseits dann angezeigt, der Linienrichter ist auf der Höhe, wir nicht, ich würde daher sagen, die Führung um Millimeter verpasst. Passen musste dann leider schon in der 17. Minute Dos Santos Tavares. Seinen letzten Auftritt hier hat er sich bestimmt anders vorgestellt. Verletzungsbedingt kam für ihn Sammy Dagla aufs Feld und der ließ hin und wieder seine Klasse aufblitzen. 35. Dagla verlädt Brücker. Dann der herrliche Diagonalpass von Loheider auf Cerone. Platz hat jetzt für den Deutsch-Italiener weder Konarski noch Kröger. Ein Hindernis für ihn, ein Haken noch und es heißt 1:0 für die Hammer Spielvereinigung. 11. Saisontor für Giacomo Cerone. Es heißt, er verlässt die HSV in Richtung Wiedenbrück. Eine Bestätigung habe ich allerdings noch nicht finden können. Wenn das wirklich so ist, verliert die HSV mit ihm ihren erfolgreichsten Torschützen, zugleich auch ihren Topscorer. Das wäre natürlich sehr schade. Hier in der Wiederholung noch einmal der tolle Pass von Loheider. Dann der Abschluss von Cerone ins lange Eck. Marvin Kröger chancenlos. 35. Minute 1:0 HSV. Der erste Schritt zum Sieg war damit getan. Zwischenzeitlich hatte die Partie ein bisschen Leerlauf. Jetzt zum Schluss der ersten Hälfte war wieder mehr drin. 8 Minuten später geht es dann zunächst wieder über Dagla, dann Ivan Cicevic. Die zweite geniale Vorarbeit von ihm an diesem Nachmittag. Cerone, Moi, 2:0 für Hamm. Linksverteidiger Dennis Moi kommt am letzten Spieltag also auch noch zu einem Tor. Der 26-Jährige in dieser Saison, eine verlässliche Größe, blieb auch weitgehend vom Verletzungspech verschont. Nach Fadal und Kiska bekam er die meisten Einsatzminuten. Aber hier nochmal zu sehen, kein Abseits. Ivan Cicevic schaut danach noch zum Linienrichter, aber der sieht das richtig. Viran mit der Nummer 27 hebt das Abseits auf. Cerone startet im richtigen Moment. Auch Moi lässt die Abwehrkette hinter sich. 2:0, das sollte reichen für die Goldene Ananas, doch Ergenschwick dachte nicht daran, das so einfach hinzunehmen. Auch ihre Spieler wollten sich hier anständig aus der Oberliga verabschieden. Einer davon, Joachim Rowietz, der war ja erst zur Winterpause von Hamm nach Ergenschwick gewechselt und lag kurz vor dem Pausenpfiff im Hammer Strafraum. Wie war es dazu gekommen? Auf der linken Seite setzte sich zunächst Demiroglu durch. An seine Reingabe kam der Ex-Hammer nicht ganz ran und stieß mit Kröner zusammen. Waldemar Stohr entschied auf Elfmeter. Dem HSV-Innenverteidiger gefiel das gar nicht. Offene Sohle, ja, aber hier zu sehen, er trifft ihn nicht mit dem Fuß, vielleicht aber doch mit dem Knie. Da prallen dann zwei hochgewachsene Körper aufeinander. Das alles sicher schwer zu sehen für den Unparteiischen. Elfmeter, also in der 45. Minute, Demir gegen Hunnewinkel heißt das Duell und Christoph Hunnewinkel für Fadal. Heute im Tor der HSV ahnte zwar die Ecke, aber Demirs Schuss dann doch platziert und stark genug. Ergenschwick zum Pausenpfiff, also mit dem Anschluss durch Mohamed Demir. Vor einem Jahr kam der linke Verteidiger vom SV Zwickel, das war sein 4. Saisontreffer.
Dem Ergenschwicker Anhang gefiel's, der Hitze angemessen ging es in Durchgang 2 dann ruhiger zu. Auch die Trainer entspannt heute in ihrem Wesen, in Kleidung, Größe und Frisur doch sehr ähnlich. Man musste schon genau hingucken, wer Hosjak und wer Alali war. Das Spiel jetzt durchweg ein typischer Saisonausklangs- oder Sommerkick. Torszenen gab es kaum. Diese hier gehört zur Ausnahme. Erdems Pass von Thume in den Lauf vom Rov jetzt abgewehrt. Der nochmal zu Viran. Moi verhindert den Torschuss. Ja, es war somit weiter mit einem Tor in Führung. Das war in der 56. Minute. Wie gesagt, die Luft war jetzt endgültig raus. Ballverwaltung hüben und drüben. Den bewegendsten Moment der zweiten Halbzeit erlebten die Zuschauer dann nach 83 Minuten. Jakob Köse, der die Mannschaft heute wieder als Kapitän aufs Spielfeld führte, durfte seine Auswechslung unter Applaus genießen. Im August wird er 35 nach 257 Oberligaspielen, 126 Einsätzen in der NRW und 32 in der Regionalliga. Tritt er jetzt kürzer, gerade ihm hätte ich zum Ende seiner Karriere den Regionalliga-Aufstieg gegönnt. Von hier aus alles Gute, Jakob. Es wird spekuliert, dass er zum Landesliga-Aufsteiger Werner SC gehen könnte. Dort ist ja eine Weile schon Ex-HSV-Spieler Kurtulus Öztürk als Trainer tätig. Für Köse kam Schlieve, eine letzte Chance hatte dann nochmal David Lohai. Danach Pass von Piel, zunächst schön durchgesetzt, gegen Konarski dann aber schlecht ausgespielt. Auf der anderen Seite hatte Mrow jetzt seinen letzten Auftritt. Ja, der passte gut, der Stürmer aber hier auch klar im Abseits. Am Ende waren dann alle froh, dass Waldemar Stohr die Partie abpfiff. Jetzt hieß es Freibier für alle, die Getränkeoase ließ sich mal wieder nicht lumpen. Mit 2:1 gewinnt die Hammerspielvereinigung ihr letztes Heimspiel und schließt die Saison als Tabellendritter ab. Es kam viel zusammen, dass es am Ende nicht zum Aufstieg reichte. Von hier aus trotzdem danke für eine tolle Saison. Der Spielvereinigung Erkenschwick wünschen wir, dass sie schnell wieder hochkommt. Dem DFB ein besseres Händchen für die Sorgen und Nöte ihrer Clubs unterhalb der Profiligen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Schön, dass Sie mich wieder ein Jahr ertragen haben. Von hier aus allen eine schöne Sommerpause. Ein Tipp vielleicht noch, wenn Sie vom Fußball nicht lassen können. Das internationale Pfingstturnier der HSV findet in diesem Jahr zum 40. Mal statt. Es lohnt sich, dabei zu sein. Alles weitere dazu auf unserer Facebook-Seite und auf unserer Homepage. Mit diesen Bildern des zufriedenen, reinschauenden Sportchefs Achim Hickmann, der nochmal zur Schlussrede ansetzte, verabschiede ich mich. Wie immer aber noch Ausschnitte aus der Pressekonferenz der letzten in dieser Saison. Erstmal muss ich ein Lob aussprechen. Das ist hier, ich war schon länger nicht mehr hier gewesen, was jetzt hier entstanden ist in den letzten Jahren. Ganz, ganz toll. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Macht Spaß hier zu spielen. Der Platz ist in einem super Zustand. Ja, vielleicht ein Zentimeter zu viel, zu lang, aber super. Alles andere ist wirklich super hier. Glückwunsch dazu. Und deswegen glaube ich, hättet ihr sicherlich diese Saison es verdient gehabt, wie halt auch 2, 3 andere Mannschaften in dieser Liga hochzugehen. Sehr schade, dass es nicht geklappt hat. Ich drücke euch die Daumen für die Zukunft und ja, mit diesen Möglichkeiten, die man hier hat, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, gehört ihr in der Liga höher mindestens. Zum Spiel heute, ja, ich glaube, ich schenke mir jetzt mal über die ganzen Einzelheiten zu sprechen. Ich glaube, insgesamt geht der 2-1-Sieg in Ordnung. Meine Mannschaft hat versucht, heute dagegen zu halten, hat sie auch ganz ordentlich gemacht, gemessen an den Leistungen aus den letzten 2 Wochen. Und ja, mit ein bisschen Glück kann man vielleicht dann noch, wenn der Linienrichter vielleicht die Fahne ein bisschen schwerer gehabt hätte, dann wäre das Tor vielleicht noch zum 2-2 gefallen. Andersherum hätten wir das 3-1 auch kriegen können und am Ende, denke ich, ist in Ordnung. Ich für mich persönlich bin froh, dass die Saison jetzt vorbei ist. Es war eine sehr anstrengende Saison. Ich denke aber auch, das betrifft den Sven irgendwo auch und von daher müssen wir jetzt erstmal alle ein bisschen Pause machen und euch hier allen alles Gute für die Zukunft. Meine Stimme ist heute etwas verschont geblieben. Von daher freue ich mich erstmal darüber, dass ich heute nicht so viele Impulse setzen musste. Natürlich auch bei diesen subtropischen Temperaturen, die heute irgendwo gerade auch herrschen, ist, glaube ich, nicht so einfach, dann gewisse Dinge abzuverlangen oder auch hier. In dem Räumchen ist wahrscheinlich auch nicht so angenehm, dann permanent zu stehen und zu arbeiten. Also von daher gebührt da auch großen Dank in allererster Stelle erstmal an den kompletten Verein, aber auch an die Leute, die man gerne mal vergisst. Und vergessen tut man halt so den Staff, der rundherum irgendwo tätig ist, der arbeitet, der das ja nicht immer ja, als selbstverständlich irgendwo zu betrachten sein sollte, sondern da gebührt großen Respekt und da bedanke ich mich im Namen der Mannschaft in allererster Linie. Vielen Dank dafür, das ist so ein toller Job hier
ja, eigentlich fast Woche für Woche jetzt in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen ja auch stattgefunden haben mit den vielen englischen Wochen. Also von daher vielen Dank. Und zum Spiel, ja, ich will da jetzt auch gar nicht zu viel in die Tiefe gehen. Also Fakt ist schon mal, es war mit Sicherheit nachher eine Temperatur, die ungewohnt war, gerade in den letzten Wochen jetzt ein bisschen gestiegen ist. Konnten wir auch kein großes Spiel erwarten und trotz alledem war es für uns nochmal wichtig, sich vernünftig in die Pause zu verabschieden mit einem positiven Ergebnis. Ja, vielleicht auch mit einem Sieg, um vielleicht nochmal ganz klar den dritten Platz zu festigen. Das ist uns geglückt. Ja, ich will da auch nicht in die Einzelheiten reingehen, weil da war viel Luft nach oben, war wenig Umschalten von uns. Von daher sollen wir das einfach mal so stehen lassen mit dem Ergebnis. Wir sind froh darüber, dass wir es gehalten haben. Und von daher ist es bei mir ähnlich. Wir alle sind relativ froh, dass jetzt die Pause irgendwo auf uns zukommt, um den Kopf frei zu kriegen, weil es schon von der mentalen Seite her einfach auch phasenweise unglaublich anstrengend war. Und jetzt gilt es einfach, den Akku mal ein Stück weit aufzutanken, um tatsächlich im neuen Jahr und der neuen Saison ja vielleicht eine ähnliche Saison spielen zu dürfen. Und von daher brauchen wir da auch jeden Einzelnen hier im Verein, ob es die Zuschauer sind oder auch, wie gesagt, der Staff rundherum, weil ohne die wird es nicht gehen. Und da hoffen wir natürlich drauf und hoffen auf viel Unterstützung einfach ab dem ersten Tag und auch viel Verständnis, weil die Saison wird nächstes Jahr nicht einfach in der Oberliga. Es wird eine brutal harte Liga. Und von daher hoffen wir uns, dass wir uns gut darauf vorbereiten und dass wir gut aus den Startlöchern kommen. Aber bis dahin ist halt noch ein bisschen Zeit. Und ich wünsche allen natürlich auch eine tolle fußballfreie Zeit, weil die braucht man zwischendurch auch mal. Sui, die wünsche ich unglaublich viel Erfolg und Glück im neuen Jahr, dass du die Aufgabe da annimmst, weil dieses Jahr war es echt hart mit vielen negativen Ereignissen. Deswegen glaube ich, dass das schon ein Stück weit für dich anstrengender war als für mich, weil wir hatten da positive Erlebnisse. Nicht einfach, ein Traditionsverein, der hundertprozentig in der Oberliga spielen sollte und wenn ich auch da den Gedanken anschließen darf, eigentlich auch eine Liga drüber. Aber es sind halt viele Dinge, die manchmal nicht dazukommen und von daher wünsche ich, dass Erkenschwick einfach eine tolle Serie spielt und vielleicht ein bisschen Glück einfach auch, vielleicht dass da das Jahr danach wieder eine Liga drüber spielen darf. Und von daher, ja, mach's gut, arbeite weiter so konsequent und so hart und dann wirst du belohnt für deine Arbeit, die du da tust. Und von mir einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Bis bald.